Schönen Grüße aus dem Schnappstudel. Diesmal darf ich euch die Empfehlungen des Monats präsentieren. Der Flo sitzt in Quarantäne zu Hause. Schöne Grüße. Wir haben echt coole Sachen ausgesucht für euch. Ich schaue gerade auf die ganzen Flaschen. Ich würde sagen, bevor wir zu lange reden, fangen wir an. Und zwar für unsere Gin-Liebhaber haben wir uns zwei Gins ausgesucht. Einmal den Mood Gin aus Deutschland. Beinhaltet Kreuzkümmel, Süßholz, Wacholder, Zimt und Zitronenzeste. Ein schöner, genialer Frühlingsgin, kann man sehr schön mit einem Dry Tonic oder vielleicht auch mit einem Ginger Ale oder Ginger Beer mal versuchen. Auch sehr gut, kommt sehr, sehr gut rüber. Für diesen Monat für 34,90 statt 39,99, also zuschlagen, bevor alles leer ist. Gehen wir weiter, ein zweiter deutscher Gin, und zwar der Breaks Gin aus Karlsruhe. Bei dem ist es auch so, da hast oder hat man Zitrone, Kurkuma-Pfeffer, ein bisschen Lavendel ist mit drinnen. Auch ein super Sommer- oder Frühlings-Gin. Gin geht eigentlich immer, gell? Da braucht man nicht über Frühlings- oder Sommer-Gins drüber reden. Auch sehr klassisch mit einem Dry Tonic oder mit einem Indian Tonic von Thomas Henry. Oder das neue Goldberg mit Eternal Tonic haben wir übrigens auch im Laden und auch online zu bestellen. Kann ich mir gut vorstellen. Für einen Knallerpreis von 22,99 statt 27,99 auch hier zugreifen, bevor alles weg ist. Dann haben wir für unsere Cognac-Liebhaber mal was mit drin. Und zwar von Claude Chatelier. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Einen XO-Cognac. XO ist ja 6 Jahre Reifezeit oder war früher 6 Jahre Reifezeit. Ab 2016 hat man das geändert. Das muss ja mindestens 10 Jahre ja lagern. Leider kann ich euch da jetzt nicht sagen, ob das schon 10 oder 6 Jahre lang gelagert ist. Aber ein schöner Cognac, typisch aus den besten französischen Weinbauangebieten. Kann man wirklich pur genießen zum Abendessen oder nach dem Abendessen als Digestif oder als Aperitif. Geht immer. Diesen Monat für 42,99 statt 47,99. Dann haben wir für unsere Rumliebhaber auch zwei schöne, geniale Geschichten ausgesucht. Und zwar einen frisch exotischen Plantation oder Plantation Rum Barbados Gran Reserva. Hier auch der Rum kommt aus Barbados, aus verschiedenen Mischungen, aus verschiedenen Barbados-Rums. Wie der Name schon sagt, sehr frisch, sehr, sehr frisch und exotisch. Hat eine schöne Kokosnussnote, Vanille und zum Purtrinken oder jetzt auch vielleicht für die ersten Sommercocktails oder Frühlingscocktails. Diesen Monat für 19,99 statt 22,99. Dann haben wir einen besonderen Blended Rum, und zwar den Rum Artisanal von Seamasters. Die zwei Rums, die da verblendet worden sind, sind auch ein Barbados Rum, der 8 Jahre reifte, und ein Jamaika Rum, der 11 Jahre lang reifen durfte. Sehr geniale Mischung, macht unglaublich viel Spaß, ist ein Rum ohne Zuckerzusatz, also Rum so, wie er schmecken sollte, oder? Der pure Rumgeschmack macht Spaß zum Trinken. Schöne, elegante, frische Noten von Barbados Rum. Dann hat man die schönen, ich sag mal ein bisschen fruchtigen Noten vom Jamaika Rum mit drin. In diesem Monat für 44,99 statt 49,99. Dann machen wir weiter für alle unsere Rumtrinker. Haben wir hier einen unabhängigen Abfüller, House of McCallum, und zwar einen 10-jährigen Royal Bracala aus den Highlands. Das Besondere daran, der wird in einem Orloxon, oh, jetzt habt ihr mich erwischt, jetzt kann ich es wieder nicht aussprechen, in einem Orloxon Coteau Cask, das ist ein französischer Rotwein, Fass, gelagert, dementsprechend hat er unglaublich schöne, trockene Rotweinnoten, leichtes, tanninige hinten im Gaumen. Finde ich sehr interessant, House of McCallum verbirgt sich der Anthony McCallum dahinter, einer der ältesten Familien Schottlands.
Unglaublich genialer Typ. Ich durfte ihn persönlich mal kennenlernen. Und sein Zeug schmeckt auch sehr, sehr schön. Diesen Monat für 64,99 statt 69,99. Dann machen wir weiter mit einem schönen Long Valley Selection. Unabhängiger Abfüller aus der Schweiz. Da habe ich hier einen 11-jährigen Dahlion. Jetzt meldet sich Siri bei mir, das ist auch schön. Und zwar First Fill Sherry Butt für 11 Jahre. 351 Flaschen sind nach Deutschland gekommen. Lasst euch diese unglaublich schöne Sherry-Note nicht entgehen. Für 84,99 statt 89,99 diesen Monat. Und weiter geht's, wenn wir schon zwei unabhängige Abfüller haben, haben wir gesagt, machen wir noch einen dritten. Und zwar den Old Malt Cask, einen 13-jährigen Orkney. Wenn ich Orkney sage, dann wissen die Whisky-Trinker bestimmt, welche Brennerei sich dahinter verbirgt, auch wenn man es offiziell nicht sagen kann. Und diesen Monat für 74,99 statt 79,99. Ganz klassischer Orkney, ohne irgendein Fassfinish, sondern schöne Bourbon-Ex-Bourbon-Fassreifung. Macht extrem viel Spaß. Wie gesagt, diesen Monat für 74,99 statt 79,99. Und ja, das war's. Ich hoffe, euch hat die Auswahl gefallen. Schaut auf uns vorbei. Und den ganzen Monat gibt es diese Artikel bei uns im Shop als Empfehlung des Monats. Natürlich, solange der Vorrat reicht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß. Ciao, ciao.